Artikelnummer SCP-062. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-062 wird in einer speziellen Verwahrzelle in Standort unter Reihenraumbedingungen gelagert. Jegliche Experimente mit SCP-062 bedürfen der vorherigen Zustimmung von mindestens 2 Level 3 Mitarbeitern und dürfen nur mit unabhängigen Stromquellen durchgeführt werden. SCP-062 darf niemals an ein externes Netzwerk angeschlossen werden und alle aus SCP-062 extrahierten Daten sind bis zur Analyse auf externen, nicht flüchtigen Medien zu speichern. Beschreibung: Bei SCP-062 handelt es sich scheinbar um einen Desktop-PC ohne sichtbare Markenzugehörigkeit, der in einem Aluminiumgehäuse unbestimmter Fertigung untergebracht ist. SCP-062 ist mit ca. 24 kg ungewöhnlich schwer und besitzt keine Herstellungs- oder Markenetiketten jeglicher Art. Die Worte Information is Freedom, SICK, wurden in das Gehäuse nahe der Rückseite geritzt, anscheinend mit einem Schlüssel oder ähnlichem Objekt. Die Inspektion des Innenraums hat ergeben, dass SCP-062 leer ist, mit Ausnahme einer leeren Leiterplatte anstelle der Hauptplatine eines Standard-PCs. SCP-062 funktioniert nur, wenn das Gehäuse vollständig geschlossen ist, und Versuche, das Gehäuse während des Betriebs zu öffnen, führen dazu, dass 062 sich sofort abschaltet. Trotz alledem arbeitet SCP-062 wie von einem normalen Desktop-Computer zu erwarten ist, mit der Ausnahme, dass die Leistung, das Betriebssystem, die enthaltenen Daten und die Sprache bei jeder Aktivierung unterschiedlich zu sein scheinen. SCP-062 wurde von im Keller der Abteilung für Computerwissenschaften der Universität von entdeckt. Ein eingeschleuster Foundation-Agent beschlagnahmte das Objekt und brachte es zu Standort, wo es bis heute verwahrt wird. Anhang 062-001. Liste der interessantesten Entdeckungen. Datum. Beschreibung. SCP-062 schien Windows XP auf Katalanisch auszuführen. Die Analyse der vorhandenen Dateien lieferte finanzielle Aufzeichnungen für die in Frankreich ansässige Finanzfirma für den Zeitraum von Mai 1963 bis April 1987. Diese Aufzeichnungen stehen im Widerspruch zu den tatsächlichen Bankunterlagen, die von verdeckten Foundation-Agenten beschafft wurden. Datum. Beschreibung. SCP-062 schien Debian Linux in Latein auszuführen. Die enthaltenen Dateien bestanden aus einer Bibliothek von Audioaufnahmen von über Chorgesängen und Hymnen, von denen in keiner bekannten Sammlung zu finden sind oder nie aufgeführt wurden. Datum. Beschreibung. SCP-062 schien eine Version von Solaris auf Portugiesisch auszuführen. Die enthaltenen Dateien bestanden aus Werbe- und Marketingmaterial für Redigiert, bei der es sich scheinbar um eine nicht existierende kommerzielle Raumfahrtgesellschaft handelt. Datum. Beschreibung. SCP-062 schien ein unbekanntes Betriebssystem auszuführen, das optisch OS2 ähnlich ist, in einer unbekannten Sprache, für welche später starke Ähnlichkeiten mit der Handschrift des Voynich-Manuskripts gefunden wurden. Versuche, die enthaltenen Dateien zu übersetzen, sind im Gange. Datum. Beschreibung. SCP-062 schien Redigiert auf Französisch auszuführen. Es konnte gezeigt werden, dass es sich bei den vorhandenen Dateien um die eines Standard Foundation Desktop Computers handelte, obwohl der in den Standortdaten angegebene Standort nicht existiert. Untersuchungen sind im Gange. Datum. Beschreibung. SCP-062 schien Apple OS 10 in einer scheinbar arkadischen Keilschrift auszuführen. Die enthaltenen Dateien scheinen hauptsächlich aus religiösem Text und Beschreibungen ritueller und zeremonieller Verfahren zu bestehen. Datum. Beschreibung. Redigiert. Es wird derzeit untersucht, wie es dem Virus gelungen ist, 3 Arbeitsstationen und einen Dateiserver zu kompromittieren, bevor SCP-062 gewaltsam heruntergefahren werden konnte. Alle betroffenen Arbeitsplätze wurden vom Netz getrennt.